Das Spiel der Spieler am 16. Spieltag in der Regionalliga Südwest. Der erste gegen den zweiten, Kickers Offenbach gegen den ersten FC Saarbrücken. Und wir haben jemanden hier, der damit Erfahrung hat, auch mit Kickers Offenbach und als langer Spieler des FCS. Nico Weißmann, guten Tag. Zurzeit Lehrer und zugleich auch Jugendleiter des ersten FC Saarbrücken. Aber woher rührt Ihre Offenbacher Erfahrung? Sagt Ihnen der 23.07.2010 noch was? Natürlich, erstes Drittligaspiel, freitagsabends, war auch eine Live-Übertragung. Leider 0:2 verloren. Ja, defensives Mittelfeld sehe ich, aber der Manuel Seitz, der heute ja mit dabei ist, war damals auch schon dabei. Markus Mann, Markus Mann, Abwehrchef, Manuel mit mir zusammen im Mittelfeld, aber es sollte leider nicht reichen. Heute eine ganz andere Situation, aber auch relativ früh noch in der Saison. Welche Rolle spielt heute Sieg oder Niederlage? Gut, heute natürlich ein absolutes Spitzenspiel, wurde auch in der Presse so aufgebauscht. Natürlich, wenn man heute gewinnt, kann man Ausrufezeichen setzen und die Mannschaft wird das heute auch schaffen. Dann schauen wir mal. Wir setzen ein Ausrufezeichen, auch in der Beantwortung der Frage, wie denn das heute läuft. Und das kann einer ganz am besten, Frank Rundhefer, Ihr Kommentator. Herzlich willkommen auch von der Kommentatorenposition, meine Damen und Herren. 27. November 2016. Das war die letzte Niederlage des OFC hier am Biberer Berg. Und die setzte es, na klar, gegen den ersten FC Saarbrücken. Seitdem der OFC zu Hause ungeschlagen. Und die letzten 7 Heimspiele in dieser Saison hat die Mannschaft von Oliver Reck gewinnen können. Also der FC heute richtig gefordert bei einem ganz heimstarken Team. Und wir schauen zunächst mal auf die Aufstellungen und beginnen mit den Gastgebern. Im Tor mit Endres, dann Rapp, Vetter, Hodja, Vierath wieder zurück, Theodosiadis, Meier, Treske, Topstürmer, der Offenbacher, Götscher, Davies auch wieder dabei. Und Kirchhoff zu den Positionen. Explizit kommen wir gleich. Gucken auf die Aufstellung des ersten FC Saarbrücken. Welches Team schickt Dirk Lottner auf den Rasen hier am Biberer Berg? Und Sie sehen schon im Hintergrund richtig gute Stimmung im Tor. Batz, dann Mendy, Zellner, Dausch, Manuel Zeitz haben wir gerade angesprochen. Patrick Schmidt, Holz in der Partie für Krause. Dann Behrens, Müller, Jennecke und Marco Kehl-Gomez. Also eine Veränderung beim ersten FC Saarbrücken im Vergleich zum überzeugenden 5-0-Sieg über den VfB Stuttgart vergangene Woche. Krause muss krank raus, dafür Marco Holz in der Partie. So, Mannschaften schwören sich nochmal ein. Und dann bin ich hier ziemlich gespannt auf das, was gerade in den ersten 10-15 Minuten passieren wird. Das Team des OFC sicherlich aufgepusht von dieser Zuschauerkulisse und die werden erwartungsgemäß, schöner Blick hier in die Ränge, richtig Gas geben von Beginn an. Anstoß für den ersten FC Saarbrücken, die Gäste in blau-schwarz von links nach rechts, der OFC klassisch in rot, also erster gegen zweiter, Topspiel am 16. Spieltag. Und wir freuen uns auf diese Partie. Schiedsrichter ist Marcel Schütz. Los geht's. Da haben wir Holz schon mal am Ball, der für Krause in die Partie gerutscht ist. Und erster Freistoß schon, erste Minute. Für den ersten FC Saarbrücken, klare Sache für Martin Dausch. Aus Duisburg zum FC gekommen. Freistöße, absolute Spezialität von ihm. Aber kein Problem für Endres. Mr. OFC wird er genannt, der Kapitän. Seit 12 Jahren im Verein der Torhüter. Absolute Identifikationsfigur in Offenbach. 4-4-2, das System beim FC. So sieht es im Moment aus. Bin mal gespannt, wie flexibel die Mannschaft hier reagiert. Gerade was die Systemaufstellung angeht. Oder ob der Klottner heute sagt, gegen den OFC stehen wir hinten sicher mit 4 Mann.
Patrick Schmidt. Oh, der ging schon mal auf die Latte. Erster kleiner Aufreger. Zweite Minute. Sollte eine Flanke sicher werden. Ja, der wird richtig gefährlich. Offenbach mit einem 4-2-3-1-System. Eine Mannschaft mit unglaublich vielen, ganz flexiblen Spielern. Nehmen wir nur mal Götze raus, der schon 5 Positionen gespielt hat in dieser Saison. Vom Innenverteidiger über rechts. Da legt Olli Reck, der Trainer des UFC, offenbar Wert drauf. Götze auch schon zentrales Mittelfeld, rechte Position im Mittelfeld. Und Müller. Da haben wir Serkan Götze, ehemaliger Saarbrücker, 2012-2013 in Blau-Schwarz. Abtastphase unter den beiden Top-Teams der Liga. Daniel Batz in den vergangenen Wochen in absolut bestechender Form, der Keeper des FCS. Davies mit Problemen in der Ballkontrolle. Spiel läuft weiter. Jetzt ist er aus. Jennecke dazwischen. Und Serkan Götze sucht die Anspielstation. Dauert ein bisschen. Vetter. Ausgebremst von Marco Müller. Die Einwürfe überlassen sie Serkan Götze. Davies. Gilgomez und Dausch. Achtung, gut attackiert vom FC von Behrens. Schmidt. Schmidt profitiert. Erste Schussmöglichkeit nach der verrutschten Flanke vor 2 Minuten. Jetzt mal richtig Zug zum Tor. Noch abgeblockt dieser Schuss von Patrick Schmidt. 5. Minute, erste richtige Offensivaktion des FC. Und an dieses Bild gewöhnen wir uns. Martin Dausch, wenn der Ball ruht, ist er da, 31 Jahre, selbst schon 4 Tore gemacht. Guter Vorbereiter, 5 Vorlagen gegeben in dieser Saison, kam aus Duisburg. Und der Versuch, am ersten Pfosten zu verlängern von Alex Mendy. Zweiter Eckball für die Gäste. Und Endres, ganz sicher. Oh, heftiger Einsatz hier. Gegen Müller. Das sieht nicht gut aus. Und sofort wird die medizinische Abteilung hier herbeigerufen. Tja, wem willst du da einen Vorwurf machen? Ganz unglückliche Aktion. Und da scheint es beide richtig erwischt zu haben. Mario Müller hält sich den Kopf.
Und hier die Stimmung im Block des 1. FC Saarbrücken. 3000 sollen mitgekommen sein aus dem Saarland hierher zum Biberer Berg. Die Auswärtsspiele, das sind die Partien, die im Moment bei den Fans ja, fast mehr beliebt sind als die Heimspiele. Müller steht wieder und kriegt eine gelbe Karte. Stellt den Körper rein, vielleicht sehen wir die Szene noch mal. Nicht zwingend verwarnungswert aus meiner Sicht. Und die Trainerbank des FC mit Dirk Lottner im Hintergrund. Ja, und Benjamin Kirchhoff, der wird draußen noch mal behandelt. Sieht aber auch fit aus, wird gleich wieder in die Partie kommen. Und das Gleiche gilt für Müller. Ball rollt wieder. So, von dem Reinspringen mit zwei Füßen, was viele vom OFC vor dem eigenen Publikum erwartet haben, sehen wir hier nicht in den ersten 10 Minuten. Es sieht noch relativ zaghaft aus von den Gastgebern. Saarbrücken steht gut. Fehler Behrens. Andy. Das scheint ein Armeinsatz von Vetter gesehen zu haben, der Schiedsrichter. Schmidt. Zeitz. Mandy. Und Sie sehen es, aggressives Verteidigen der Offenbacher. Aber Saarbrücken kann sich da richtig gut raus befreien. Jennecke. Gut freigespielt da auf dem Flügel, aber die Hereingabe nicht so gelungen. Dahinter Co-Trainer Rolofsen. Versteckt sich da Dirk Lottner oder steht er gar? Zellner weit vorne. Behrens, Zeitz. Ball rollt. Vierrad vor Dausch. Der Offenbacher letzte Woche rot gesperrt bei der Niederlage des OFC in Mannheim. Den haben sie richtig vermisst, genau wie Davies, der verletzt war. Beim OFC große Hoffnungen auf diese beiden Spieler, dass die heute wieder dabei sein können. Kiel Gomez. Ja, und die beste Abwehr der Liga spielt jetzt erst 10 Gegentreffer der FC. 19 dagegen bei Offenbach. Zeitz. Ganz aufmerksam im Mittelfeld die Gäste. Und schauen Sie mal drauf, der OFC versucht immer wieder direkt aggressiv auf die Bälle zu gehen, wenn Saarbrücken im Ballbesitz ist, aber
Immer wieder können sie sich da sehr gut befreien, die Situation spielerisch intelligent lösen. Achtung hier, sieht nicht gut aus bei Alex Mendy. Auch hier muss wieder Paolo da Palma, der Physiotherapeut, rein. Also die Zweikämpfe in jedem Fall hart geführt. Da haben wir die Szene nochmal. Fällt Mendy auf die Schulter hier. Kommt da das Zeichen wechseln? Ja, da ist es. Alex Mendy, 13. Minute. Saarbrücken muss auswechseln. Und er beschwert sich da über den Einsatz seines Gegenspielers. Bei Schiedsrichter Marcel Schütz. Und na klar. Wird der Wechsel sofort vorbereitet, wird dem FC wehtun, dieser Wechsel. Auch wenn mit weniger ein Spieler kommt, der diese Position richtig gut ausfüllen kann. Trotzdem, Alexandre Mendy in den letzten Wochen in richtig guter Form, hatte Anlaufprobleme zu Beginn der Runde. Jannicke mit Seitz. Guter Ball auf Behrens. Und Schmidt. Also noch früher kann man nicht draufgehen als im 5-Meter-Raum des Gegners. Aber nochmal so ein Angriff, der relativ schnell Struktur gezeigt hat. Seitz erfasst die Situation sehr schnell. Behrens läuft sich frei. Auch wenn das dann noch nicht ganz perfekt zu Ende gespielt war. Also Sascha Wenninger jetzt drin. 6. Einsatz für ihn. Und Alex Mendy verletzt draußen. Knappe Viertelstunde gespielt. Und bislang gefällt mir hier Saarbrücken deutlich besser als Offenbach. Da haben wir den neuen 22 Jahre aus Nürnberg zum FCS gewechselt. Korab auf Davich. Und wieder Müller dazwischen. Ganz wach die Spieler von Dirk Lottner. Super aufmerksam. Pirat.
Hatte gestern die Möglichkeit, mit Oliver Reck noch zu sprechen. Hat mich schon ein bisschen überrascht, als er auf die Frage sagte, wie viele Spiele haben Sie gesehen. Achtung, war da Schmidt im Abseits, Ball prallt aber ab, Behrens. Behrens, Jennecke, Schmidt. Schmidt! Abgepfiffen. Ich denke, die Entscheidung ist richtig nach der Kopfballvorlage von Jennecke. Einen kleinen Tick in der verbotenen Zone. Der Topstürmer des FC, Patrick Schmidt, für viele der beste, kompletteste Stürmer der gesamten Liga, ist diese Woche zum Regionalligaspieler der Woche gewählt worden. Aus allen Regionalligen auf einer großen Fußballplattform. Sicherlich auch eine Ehre für ihn. Vierert, Ball noch drin. Und erster Eckball für den UFC. 18. Spielminute. Behrens und Batz gemeinsam. Aber Batz konsequent. Holz. Schmidt. Und bei den Gastgebern muss es ziemlich oft hinten rumgehen. Nochmal über Endres. Zellner clever abgelaufen gegen Treske für seinen Keeper, für Daniel Batz. Er greift gerne nochmal den Gedanken auf, die Aussage von Olli Reck, der sagte auf die Frage, wie viele Spiele haben Sie denn gesehen vom 1. FC Saarbrücken? Und da knallt er raus, alle, und zwar alle über 90 Minuten. Also mehr Vorbereitungen geht sicherlich nicht. Hat er nicht alles jetzt hier im Vorfeld dieses Spiels gemacht, sondern natürlich über die Saison verteilt. Aber das ist schon mal eine Ansage in Sachen akribisches Arbeiten. Schöner Ball von Zeitz auf Schmidt. Wieder soll das Abseits gewesen sein. Erster Eindruck bei mir eher nicht. Aber Manuel Zeitz, einer der prägenden Spieler beim FC hier in den ersten 20 Minuten. Total einsatzbereit und mit guten Zuspielen, 2-3. Auffällig in der Hamburger Otto Rehagel. Ja, der hat beide Clubs mal trainiert. 79 Jahre mittlerweile. Mr. Werder Bremen, Europameister mit Griechenland. Auf Einladung von Olli Reck ist er heute im Stadion. Ja, auch mal FC-Trainer, Anfang der 70er Jahre. Und auch in Offenbach saß er schon auf der Bank. Und der Klottner. Ich freue mich auf dieses Spiel, hat er immer wieder betont. Tolles Stadion, toller Gegner. Und meine Mannschaft richtig gut drauf. Letzte Woche nach dem Sieg über Stuttgart sprach er von dem nahezu perfekten Fußballspiel. Er hatte eigentlich nichts zu meckeln, wenn überhaupt an die Chancenverwertung. Und so sagt er, bei einem 5-0 ist das natürlich Jammern auf allerhöchstem Niveau. Seine Mannschaft rollt im Moment. Und ich denke, die meisten Fans werden sagen, Saarbrücken ist im Moment das Nonplusultra in der Liga, auch wenn sie in Anführungszeichen noch auf Platz 2 stehen. Aber das will die Mannschaft ja heute ändern. Wenninger gegen Theodosiadis. Freistoß. Martin Dausch, 68 Zweitligaspiele.
erfahrener Neuzugang beim FC, der der Mannschaft richtig gut tut. Und das war doch eine Riesenmöglichkeit hier für Zeitz. Den lässt er nur abtropfen. Also beste Möglichkeit bislang. 22. Minute, Kopfball. Manuel Zeitz, der Kapitän. Und aus saarländischer Sicht ein toller Blick hier in die Kulisse, in den Fanblock blau-schwarz. Er wird noch bedrängt, darum kann er nicht richtig Druck hinter den Ball kriegen. Perfekt hereingetreten, der Ball von Martin Dausch. Hodja, einer der Köpfe des Teams beim OFC. Die ruhenden Bälle führt er aus. Oder Serkan Firat. Hodja, 7 Treffer, bester Schütze bei den Gastgebern. Mit am eigenen Strafraum hilft er da aus. Und jetzt mal ein Torannäherungsversuch des OFC. Wenninger sofort da. Den Offenbachern den Zug da rausgenommen, direkt. Rapp. Gil Gomez. Davies. Davies. Da ist es 1-0. Die erste Lücke und die nutzen die Offenbacher. Schön abgelegt, der Ball von Vetter und Hodja ist da. 8. Saisontreffer des OFC und das haben sie gut gemacht. Dieses Auflegen von Treske nach der Hereingabe von Davies, das hat Klasse. Und dann ist es natürlich auch ein Sonntagsschuss. Soll die Leistung von Hodja in keiner Weise schmälern, aber den trifft er einfach perfekt und somit keine Möglichkeit für Batz. 25. Spielminute, es steht 1-0 für den OFC. Und das ist überraschend, nachdem Saarbrücken hier für mich das eindeutig bessere Team ist. Und da kommt sogar Andres mit raus zum Jubeln. Behrens. Jetzt haben Jennecke und Dausch die Seiten gewechselt. Jennecke. Dausch jetzt raus auf der linken Seite, Jennecke rechts. So, und jetzt wird es mal eine richtige Aufgabe für den FC. Hier liegt 0-1 hinten. Und jetzt kann die Mannschaft von Dirk Lottner zeigen, wie viel Charakter in ihr steckt. Denn das sind die Situationen, auf die es dann ankommt. Zellner. Zeitz holt sich den Ball ab. So, einmal schütteln und weiter muss es gehen.
Treske mit dem ganzen Körper dagegen Wenninger. Zellner sauber gegen Vetter. Holz. Immer wieder aggressives Anlaufen der Offenbacher. Und das zwingt die Saarbrücker natürlich dazu, das Spiel immer wieder schnell zu machen. Aber das ist ja durchaus etwas, was die Mannschaft auch kann. Dausch wieder zurück auf rechts. Nicht gut reingebracht. Oliver Reck. 419 Bundesligaspiele, auch gegen ihn hat er gespielt, gegen Dirk Lottner. In Liga 1, Davich. Wunderbar abgelaufen von Manuel Zeitz mit Schmidt, Jänicke. Kirchhoff hat aufgepasst. Holz. Abgepfiffen wegen Handspiel. Meier. Was Saarbrücken jetzt braucht, ist ein bisschen mehr Druck, ein bisschen mehr Konsequenz nach vorne. Ansonsten ist das gar nicht schlecht, was die Gäste anbieten. Auch wenn sie 0-1 hinten liegen nach diesem perfekten Treffer, der perfekte Schuss von Dren Hoxha. Mit dem rechten Außenriss dreht sich der Ball vom Keeper weg. Werden wir in der Halbzeit sicher nochmal mit Thomas Bramel und Nico Weißmann analysieren diese Situation. Tobias Jänicke, auch eher vor der Saison zum ersten FC Saarbrücken gekommen. Überlässt Mario Müller. Das ging zu einfach für den OFC Treske. Foul an Kiel Gomez. Sicher keine Absicht, dennoch musst du pfeifen. Zeitz. Gut gemacht von Wenninger, Behrens. Und Eckball Nummer 3 für Saarbrücken. Theodosiadis geht da in den Pass rein.
den Behrens auf Schmidt gezirkelt hatte. Halbe Stunde gespielt, Saarbrücken mit einer ordentlichen Darbietung hier, liegt trotzdem 0-1 hinten. Benninger. Müller. Benninger. Und jetzt muss es Offenbach mit Befreiungsschlägen versuchen, da den Ball aus der Gefahrenzone rauszubringen. Jetzt wird's nicklig da hinten. Und das ist für mich schon ein kleines Vergehen von Hodja gegen Behrens. Soll er lassen, ihn nur den Fuß einzuklemmen? Klar, jede Menge Adrenalin in den Adern. So, hier sehen wir es nochmal. Da geht er ihm mit der Hand an den Fuß. Also unnötige Situation, darum auch die Verwarnung. Aber Sie haben es gerade am Bildrand vielleicht noch gesehen, abklatschen. Good job. Schmidt geht drauf auf Endres. Ja, das kann schon mal in die Hose gehen. Was ruft er ihm denn da noch zu? War knapp, Junge. Treske. Vierert, verfolgt von Zellner. Achtung, Zuspiel. Das war richtig eng hier, wenn Vetter den Ball kontrollieren kann. Also über zu wenig Einsatzwillen oder Aggressivität können sich die Trainer bei ihren Jungs nicht beschweren. Ja, schöner Pass da auf Vetter, der aber eben die Probleme hat bei der Ballannahme. Ja, und wir übertragen ja heute nicht nur im Fernsehen, sondern eben auch im Stream und über unser Facebook-Angebot beim Saarländischen Rundfunk. Ganz interessant, 79% bei unserem Aufruf tippten auf einen Sieg des ersten FC Saarbrücken. Nur 1% glaubt daran, dass es hier ein Remis gibt. 20% sehen den OFC vorne. Aktuell haben die 20% recht, aber läuft erst die 36. Minute. Saarbrücken hat noch jede Menge Zeit, das Ding hier zu drehen. Leichter Ballverlust von Jennecke. Davisch. Und da macht Jennecke seinen Fehler ganz sauber wieder gut. Nee, es gibt Freistoß, also das habe ich anders gesehen. Und da beschwert er sich auch, Tobias Jennecke. Ball gespielt. So aber wird das eine gefährliche Situation. Das mögen die Spieler gar nicht. Wenn sie dann hier sauber dazwischen gehen, nee, aber er erwischt da, wie ich auch, am linken Bein. Er sagt's nochmal. Kein Foul, kein Foul, aber die verlangsamte Version, naja, hat schon eindeutig erwiesen,
dass er den Offenbacher am linken Bein hier mitnimmt und zu Fall bringt. Unangenehme Freistoßsituation aus Sicht der Gäste. Vierert und Hodja. Vierert, Linksfuß. Seine Position. Abstoß, oder? Abstoß für Saarbrücken. Wir fahren nicht nach Offenbach, um hier einen Punkt mitnehmen zu wollen, so die Aussage der Saarbrücker vor dem Spiel von Dirk Klottner, Martin Dausch. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Jetzt laufen sie einem 0-1 hinterher. Holz auf Behrens. Schön geöffnetes Spiel. Wenninger. Holz. Einsatz gegen Vetter wird da geahndet. Also wenn sich Saarbrücken 1 vorwerfen lassen muss, überhaupt nach knappen 40 Minuten, dass der Zug zum Tor noch ein wenig fehlt. Das konsequente Reinspielen in den 16er. Guter Einsatz von Jennecke und dann geht die Hand da raus ins Gesicht. Die hat da nichts verloren von Benjamin Kirchhoff. Und dennoch gibt es Freistoß für Offenbach. Also ich lasse mich ja gerne noch mal von der Zeitlupe hier belehren. War vielleicht ein bisschen zu spät eingespielt. Das Foul soll wohl vorher geschehen sein durch Jennecke. Nichts wieder einen im Gesicht, aber auch unabsichtlich von Vetter, der da Zellner getroffen hat. Ja, so wollen wir das sehen. Faire Geste, weiter geht's. 5 Minuten noch, erste Halbzeit. Das Herz schlägt schnell in diesem Spiel, ist auf jeden Fall viel Tempo drin. Sehr viele Zweikämpfe. Relativ häufig unterbrochen. Und der FC, ja, für mich klarer in der Spielanlage, auch wenn nach vorne dieser letzte Pass noch fehlt. Trotzdem, das ist ein Spitzenspiel. Das spüren alle, die im Stadion sind. Und ich denke auch sie vor den Fernsehern. Zeitz, immer wieder Zeitz. Fehler Holz. Zellner vor Vetter. Schmidt. Jennecke. Bisschen Zufallsprodukt, Holz mit Salz. Wieder Jennecke mit schmerzverzerrtem Gesicht. Vor einer Minute
am Kopf getroffen. Jetzt hält er sich den Fuß. Und der Klottner. Ganz offensichtlich unzufrieden mit der einen oder anderen Entscheidung. Also für mich ist es ganz unglücklich, wie es im Moment für Saarbrücken läuft. Dieser, ja, Schreckmoment, 25. Minute. Einmal lief der Ball relativ schnell beim OFC. Hier haben wir nochmal die Szene. Hodja gegen Jennecke. War nicht wirklich zu erkennen. 25. Minute, dieses 1:0. Ein wunderbarer Schuss. Keine Abwehrmöglichkeit. Ball lief einmal schnell beim OFC. Seitdem liegt Saarbrücken 1:0 hinten. Dennoch weiter für mich die reifere Mannschaft. Und sie werden jetzt in der Halbzeit dann noch etwa 3 Minuten zu spielen. Sind Ansatzmöglichkeiten suchen, Lösungsmöglichkeiten. Wie sie vielleicht auch gefährlicher vor die Hütte von Endres kommen können. Zellner, Wenninger. Einen Ball hat er ihm mal versenkt in der Liga. Dirk Lottner, Olli Reck beim Spiel Schalke gegen Köln. Endstand 1:1. Das war 2002, lange her. Heute andere Welt, Regionalliga. Saarbrücken mit Sainz. Behrens. Ganz starker Einsatz. Dausch bleibt auf links jetzt. Saarbrücken macht das Spiel in Offenbach. Holz. Jennecke. Holz! Ja, das war wieder so ein Beleg. Schön gespielt da auf die rechte Seite auf Jennecke. Und dann kommt der letzte Ball rein in den 16er, an den 5er nicht wirklich an. Bisschen Zufall, dass Holz dann nochmal die Nachschussmöglichkeit bekommt. Aufgrund dieses Stockfehlers da von Kirchhoff. Letzte Minute, erste Halbzeit. Endres. Makellos noch seine Bilanz heute. Einmal eine verunglückte Flanke von Schmidt, die auf der Latte tanzt. Beim Kopfball Zeit, 22. Minute, das waren die gefährlichen Situationen, die Saarbrücken produziert hat. Vetter. Vetter, gebremst von Zellner und Zeitz. Hätte man sicher Vorteil laufen lassen können, da wie ich. So aber nächste ganz gefährliche Freistoßsituation. Ja, schön die Hüfte reingewuchtet da gegen Vetter. Also ich denke, da gibt es keinen Zweifel, dass dieser Freistoß absolut korrekt ist. Und immer wieder Nicklichkeiten. Jetzt ist es Behrens, der sich da beschwert über Treske. Theodosiadis mischt auch noch eine Runde mit. Hat ein bisschen was vom Kindergarten, können Sie lassen, die Jungs. Fußball macht mehr Spaß als diskutieren. Letzte Minute ist jetzt vorbei. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Erste Hälfte. Hodja hat sich den Ball zurechtgelegt. Der Serbe.
Und es wird fröhlich weiter diskutiert. Noch einen Zentimeter nach vorne, nach rechts, nach links. Also Freunde, das hat doch was Komisches. Bitte. Der Ball jetzt freigegeben. Gut geblockt von Schmidt. Und der Ball war im Abseits, Dreske im Abseits. Ein Ball ist selten im Abseits, aber ein Spieler, Florian Dreske. Ja, ist korrekt. Und klar wird hier deutlich nachgespielt. Zwei, drei längere Behandlungen, unter anderem als Alex Mendy raus musste. Mit einer Schulterverletzung. Der Saarbrücker, für ihn kam Wenninger. Gil Gomez. Zeitz. Und jetzt ist die erste Halbzeit vorüber. Saarbrücken liegt in Offenbach mit 0-1 hinten, macht ein ordentliches Spiel nach vorne, kann noch ein bisschen mehr gehen, ein bisschen konsequenter, ein bisschen mehr mit Nachdruck. Das werden sie mit Sicherheit jetzt in der Halbzeit ansprechen, Dirk Lottner und sein Trainerteam. Ein Spiel, das auf jeden Fall jede Menge Spaß gemacht hat, ein bisschen ja, nicklig in den ein oder anderen Momenten. Aber klar, Erster gegen Zweiter, jede Menge Prestige. Und das Schiedsrichtergespann hat einiges zu tun und wird sofort hier mal kurz aufgehalten von Dirk Lottner, der ja mit manchen Szenen nicht so zufrieden war. Ich darf abgeben zu Thomas Bramel und Nico Weißmann, die jetzt sicher die erste Halbzeit nochmal Revue passieren lassen. Wir hören uns wieder nach der Pause. Auf geht's in die Halbzeitpause mit Autohaus Deckert, Ihr Peugeot-Partner im Saarland. Danke, Frank. Nico, wie fällt Ihr Fazit aus für diese erste Halbzeit? Ja, schade, dass wir jetzt 1-0 hinten liegen. Ich denke, wir haben agiert. Offenbach hat nur reagiert, führt aber dann 1-0. Aber ich bin guter Dinge für die zweite Halbzeit. Das ist schon mal diese ersten 45 Minuten eine Basis. Wie viel Einfluss nahm die Verletzung von Alexandre Mendy? Wir schauen uns vielleicht gerade auch die Szene noch einmal an, auf diesen weiteren Spielverlauf. Ist natürlich immer schwer für eine Mannschaft in so einer frühen Phase des Spiels schon reagieren zu müssen. Aber Wenninger, der dann reinkam, hat die Sache ja wirklich ordentlich gemacht. Der Kader entsprechend ja besetzt. Ist das ein Plus des ersten FC Saarbrücken in diesem Jahr? Auf jeden Fall. Jeder kann ausgetauscht werden, ohne dass Qualitätsverlust eintritt. Und das ist eine große Stärke, auf jeden Fall. Also nochmal zurückzukommen auf dieses Foul an Alexandre Mendy. Wir haben die Szene, glaube ich, vorbereitet. Ich hoffe, wir können sie zuspielen. Er setzt sich entsprechend ein und wird nach unten aus meiner Sicht gezogen. Ich kann es natürlich von hier aus nicht beurteilen. Sie hatten allerdings Kontakt nach Offenbach. Wissen Sie im Moment, wie es um ihn steht, beziehungsweise was für eine Art von Verletzung es ist? Wir haben ja spekuliert, Schulter soll es sein. Ich habe mit Markus Mann per WhatsApp geschrieben. Er hat dann mir gesagt, Mendy muss ins Krankenhaus. Er vermutet auch, oder die medizinische Abteilung vermutet auch irgendwas mit der Schulter. Und er wird jetzt geröntgt und nochmal abwarten. Vielleicht hören wir noch was in der zweiten Halbzeit. Auf jeden Fall gute Besserung an Alexandre Mendy, das von dieser Stelle hier im Studio aus. Aber man spürt auch, wie eng Ihr Draht zum Team ist. Wie ist Ihr Verhältnis zu Markus Mann? Ja, sehr gutes Verhältnis. Wir haben ja selbst zusammen gespielt. Er ist jetzt Sportdirektor. Ich mache das Ganze in der Jugend und wir tauschen uns regelmäßig aus und es macht auch Spaß. Ich glaube, das geht sogar so weit, dass ein Stück weit Freizeit auch miteinander verbracht wird. Ja, wir gehen oft zusammen laufen und ja, das passt. Das passt. Ist halt nur von Vorteil eigentlich, wenn sozusagen zwischen Jugend und erster Mannschaft da diese Bindung da ist. Ja, absolut, auch dann in Verbindung mit Dirk Lottner. Die aus der A-Jugend sind schon welche, die dann mittrainieren und so bringt man das Ganze auch voran. Einer, mit dem Sie ja auch selbst noch gespielt haben, ist Manuel Zeitz und der hatte es in der 21. Minute auf dem Fuß, beziehungsweise im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Kopf, für das 1-0 für den ersten FC Saarbrücken zu sorgen. Aus Ihrer Sicht? Ja, schade. Er versucht, den Ball zu köpfen. Vielleicht wäre über den Scheitel rutschen hier die bessere Alternative gewesen.
Aber man sieht, er kommt gerade noch so hin. Und ja, schade, wenn er über den Scheitel rutscht, langes Eck, glaube ich nicht, dass Endres den Ball noch erhalten kann. Klar, man trauert jetzt in einer solchen Situation, denke ich mal, beim 1. FC Saarbrücken einer solchen Chance auch her. Aber eigentlich war es eine sogenannte 100-prozentige. Absolut. Ne? Man sieht auch Spitzenspiel mit rassigen Zweikämpfen. Da werden nicht so viele Torchancen kommen. Und schade, dass er jetzt nicht diese genutzt hat. Ist das auch so Ihr Gefühl, dass wir gar nicht mehr viel Torchancen erleben werden? Ich vermute mal, Offenbach wird sich jetzt noch mehr zurückziehen. Wir müssen noch mehr das Spiel machen. Ist natürlich dann anfällig für Kontersituationen. Ist natürlich jetzt wichtig, nicht gleich das 2:0 zu bekommen. Aber ja, mit dem Sturm Behrens Schmidt bin ich da guter Dinge. Dass da noch was vorne rum passiert. Aber erstmal ist was passiert für Offenbach. Die einzige Chance eigentlich in der ersten Halbzeit, zumindest nennenswert, führt dann auch zum 1:0 für die Kickers aus Offenbach. Auch da versuchen wir jetzt das gemeinsam am besten mal zu analysieren, was da passiert. Flanke nach innen, Ball abtropfen lassen und Hodzai in den Winkel. Wie stellt sich das analytisch für Sie da? Ja, natürlich. Ist das zu verteidigen? Sonntagsschuss. Ja, die Mannschaft oder die Kette steht vielleicht wenig zu sehr im 16er. Aber er macht es natürlich auch gut. Abklatschen und trifft ihn dann perfekt. Keine Chance für Bart zum Tor. Da war Manuel Zeitz ein Stück weit zu weit weg vom Hodzai. Aber hinterher ist man da bei der Gelegenheit immer schlauer. Ja, hat er auch klasse aufgebaut, dieser Spielzug. Ja, man sieht hier, dass vielleicht die beiden Innenverteidiger zu weit hinten drin sind, sodass dann Hodzai keinen Druck mehr bekommt hier. Aber wie gesagt, Sonntagsschuss. Da passt alles an der Stelle auf jeden Fall. Ansonsten eigentlich Saarbrücken, die überlegene Mannschaft. Ja, absolut. Ich denke, man kann mit dem Spiel zufrieden sein. Außer, dass der letzte Pass, die letzte Präzision, Herr Grundhefer hat es ja auch schon gesagt, dann fehlt. Aber ja, muss man jetzt dieser letzte verbessern. Pass vielleicht das einzige Manko an der Stelle? Ja, man sieht Schmidt, Jänicke hatten da gute Aktionen. Das letzte Quäntchen muss jetzt noch passieren und dann die letzte Sauberkeit. Aber dann wird auch ein Tor noch fallen, bin ich absolut überzeugt. Wissen Sie, wann der letzte Pass gestimmt hat? Zum Beispiel bei Ihnen, am 5. September 2009. Da haben wir im Prinzip miteinander schon mal das Vergnügen gehabt, obwohl Sie hier gar nicht im Studio waren. Aber Sie, liebe Zuschauer, seien auch noch mal dran erinnert. Das 2:0 des 1. FC Saarbrücken heute gegen Borussia Mönchengladbach 2. Nico Zimmermann, ja. Nein, Nico Zimmermann, Nico Weißmann. Da haben Sie mit der einen Geste sogar Golfqualitäten angedeutet. Haben Sie die auch jetzt bei der Gelegenheit, frage ich da mal. Ja, das wurde ich früher immer ein bisschen aufgezogen, weil die meine Schüsse immer so an Präzision erinnert haben. Und deshalb war die Golfaktion, genau. Ja. Nee, aber spielen Sie? Nein, ich spiele nicht. Sie kümmern sich um den Fußball und um den Nachwuchs des 1. FC Saarbrücken. Wie eng, Sie haben vorhin ja schon angedeutet, diese Verbindung A-Jugend zur ersten Mannschaft. Kann man im Moment den Spielern eine Perspektive anbieten, nach vorne in den Kader hineinzustoßen, den Jugendlichen? Ja, wir versuchen halt durch diese Konstellation über mich hin zum Markus Mann, Dieter Ferner, zu zeigen, dass wir auf die Jungs auch schauen, die Möglichkeiten dann geben. Klar, jeder muss dann, wenn die Tür offen ist, selbst dann durchgehen. Aber solange die personelle Konstellation stimmt, ist das. Wenn ein ganz guter dabei ist, lockt da nicht, Kaiserslautern im Moment ja eher weniger, aber locken da nicht andere Vereine einfach die wirklich sehr guten Talente weg? Und was kann der FC da tun? Gut, entscheidend Strategie ist, vorhanden? Entscheidend ist die erste Mannschaft. Wenn die erste Mannschaft jetzt in die dritte Liga aussteigt, das ist immer noch das Flaggschiff der ersten Mannschaft. Und das hat dann auch eine bessere Außenwirkung. Und da sind wir im Moment ja auf einem guten Weg. Genau, Ziel dritte Liga. Heute natürlich auch wichtig dafür zu punkten. Apropos punkten, wir wollen mal schauen, was die Konkurrenz gemacht hat. Gestern die SV Elversberg am Ball gegen den Drittliga-Absteiger, den FSV Frankfurt. Und heraussprang der dritte Heimerfolg in Folge, das 3:1. Marc Drumm. Das war ein bis auf wenige Momente pannenfreier Elversberger Fußballabend. Heute haben wir es hinbekommen, über 75, 80 Minuten ein relativ oder ein sehr gutes, souveränes Heimspiel abzuliefern.
Getrübter Blick dagegen beim FSV Frankfurt. Der Drittliga-Absteiger, gerade in der ersten Hälfte überfordert und von Elversberg einfach überrannt. Beispiel 19. Minute. Benno Mohr, die vierte gute Elversberger Chance, bringt das erste Tor. Benno Mohr, aus Gladbach im Sommer gekommen, seit Wochen Elversberger Leistungsträger, erst energisch, dann präzise sein zweites Saisontor. Viertelstunde danach, Frankfurt kommt weiter nicht hinterher. Mohr, klasse Anspiel, kein Abseits. Bichler, Aulbach noch dran, aber nicht entscheidend. Der Ballkuller zum 2:0 in der 37. Minute. Und das erste Lob gehört nicht dem Torschützen, sondern dem Vorbereiter Benno Mohr. Seine schon siebte Torvorlage in der Saison, perfekt getimt. Und dann hilft bei Florian Bichler auch das Glück ein wenig mit. Schwarz-Weiß tanzt mit einer 2:0-Führung. Wie diese hier. Koffi, Krech, Perstaller, 3-1, Heimsieg perfekt, Erfolgsserie ausgebaut. Wir haben ja uns ganz viel anhören müssen, was die ersten 5 Spiele betrifft mit den 3 Punkten und das zu Recht. Und dann sage ich jetzt einfach mal, in den letzten 10 Spielen haben wir 2,3 Punkte Schnitt gespielt, das ist auch nicht ganz so schlecht. Elversberg klettert weiter in der Tabelle nach oben, Frankfurt steckt fest im Regionalliga-Keller. Was sagen Sie zu Mitkonkurrenten der SVE? Wie wichtig ist das, dass so einer da ist für den 1. FC Saarbrücken? Ja, ich denke, man könnte auf einen Mitkonkurrenten verzichten. Aber umso wichtiger ist es jetzt auch, die Spiele zu gewinnen, dass der Punktabstand gleich bleibt. Und da können die anderen spielen, wie sie wollen. Da bleiben wir auf den ersten 2 Plätzen. Ich spüre schon, die Konkurrenz ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes da. Ein Wort vielleicht auch zu Völklingen. Haben die Klasse, um die Klasse zu halten? Ja, absolut. Wir haben jetzt auch ein Ausrufezeichen bei den Stuttgarter Kickers letztes Wochenende gesetzt. Und ja, wenn sie weiter punkten, ist alles möglich. Aber Orientierung gilt in erster Linie dem 1. FC Saarbrücken und natürlich der eigenen Arbeit. Was muss die Mannschaft hier und heute leisten, einfach um aus dem Rückstand jetzt dann vielleicht doch einen Punkt oder gar mehr zu machen? Denn Dirk Glottner hat es ja zu Recht gesagt, oder was heißt zu Recht? Er hat es zumindest mal angekündigt und hat gesagt, diese Stimmung herrsche auch im Team. Man fährt dorthin, um zu gewinnen. Was muss sie verändern? Ja, zuerst mal wird es wichtig sein, jetzt nicht gleich das 2:0 zu bekommen, weil dann auf dem Biberer Berg wird es dann ganz, ganz schwer, nochmal zurückzukommen. Geduldig weiterspielen, der letzte Pass etwas optimieren. Haben wir schon angesprochen, ja klar. Und dann wird auch das Tor noch passieren oder vielleicht das zweite Tor. Ist das dann jetzt schon ein Spitzenspiel oder taktieren dann die Mannschaften zu sehr miteinander, gegeneinander, dass wir dem das Ganze noch nicht ganz abgewinnen können? Ja, also erste Halbzeit hat man gesehen, extrem hohes Tempo, wie wir eben gesagt, mit rassigen Zweikämpfen, ein bisschen Torchancenarm, aber das gehört zu den Topspielen dazu. Wobei jetzt offenbar in der besseren Position ist. Sie können ihre Reihen aufbauen, können den FC bis zu einem gewissen Punkt auf dem Spielfeld das Spiel machen lassen, um dann eventuell im eigenen Stadion zu kontern. Denken Sie ja, dass es so kommen wird? Ja, das wird jetzt auch die Marschrichtung von Kickers Offenbach sein. Hinten weiter stehen. Saarbrücken muss jetzt kommen. Wir müssen hier ein Tor schießen, um mindestens einen Punkt mitzunehmen. Und darauf wird Offenbach jetzt hundertprozentig spekulieren. Wir haben vorne schon mal angesprochen, wie wichtig ist heute Sieg? Oder wenn es denn jetzt so kommen würde, wie treffend wäre eine solche Niederlage? Ja, man verliert ungern, gerade in so einem Spiel. Und an Weihnachten ist in der Regionalliga schon 2/3 der Spiele vorbei. Deshalb ist jetzt jeder Sieg, bringt uns ein Stück näher an die Playoffs. Und alle Punkte, die man jetzt hat, nimmt uns keiner mehr weg, das ist klar. Also, das auf jeden Fall. Wird in der Mannschaft darüber gesprochen, was denn sozusagen die kommende Ausrichtung in der Regionalliga und die Aufstiegssituation bringen wird? Oder ist man da von Woche zu Woche einfach im Moment ausgerichtet? So nah bin ich jetzt nicht dran, aber ich denke, das ist jetzt von Woche zu Woche, so wie ich Markus und Dirk Glottner dann auch kenne. Und ja, man soll nicht so früh planen, das geht meistens nach hinten. Bleiben wir bei hier und heute. Wie geht das Spiel aus? Ich denke, dass wir 2-1 gewinnen. 2-1 geben wir auch weiter an Frank Grundhefer. Die Fans des 1. FC Saarbrücken werden es gerne hören. Allein die Mannschaft muss es noch umsetzen in diesen zweiten 45 Minuten. Zurück zum Spiel Kickers Offenbach gegen den 1. FC Saarbrücken. Ihr Kommentator Frank Grundhefer. Eine spannende zweite Halbzeit wünscht Autohaus Deckert, Ihr Peugeot-Partner im Saarland. Und dann sind wir wieder zurück im Stadion, liebe Zuschauer. Ja, da wird noch einiges diskutiert. Macht das die Mannschaft gut, macht sie das nicht so gut bei den Offenbachern und ja, bei Saarbrücken? Ich denke, da ist die Meinung einhellig. Ein Sonntagsschuss
Der Gastgeber ansonsten dominiert Saarbrücken, zumindest mal optisch. Das Geschehen scheint einigermaßen frisch zu sein hier. Und wieder geht's mit Diskussionen hier auf das Feld zurück. So hört auch die erste Halbzeit auf. Keine einfache Partie heute für das Schiedsrichtergespann. Viele kleine, aggressive Momente, rassige Zweikämpfe. Da geht's wuchtig zur Sache oft. Und das sieht man auch nicht oft, dass sich eine Mannschaft zweiter Hälfte nochmal so einschwört. Die Offenbacher machen das. Und da scheint Götzscher das Wort zu führen. Olli Reck lässt seine Mannschaft das unter sich regeln. Jetzt macht es natürlich der Kapitän. Hat mich auch gewundert. Daniel Endres. Also die Marschroute für die zweite Hälfte. Wie sieht sie aus bei Offenbach? Ich denke, das haben sie sich Komplimente erspielt in der ersten Halbzeit, Saarbrücken einfach kommen zu lassen. Denn sie wissen, kein Team der Liga kann das Umschaltspiel so perfekt wie der erste FC Saarbrücken. Und das hat der OFC unterbunden, relativ clever unterbunden. Und die Gastgeber jetzt mit dem Anstoß. Treske am Ball, Saarbrücken jetzt von rechts nach links. Ist ja oft so beim Fußball, dass in der Halbzeit die Seiten gewechselt werden. Also haben sie ja auch vollzogen und die Offenbacher in Rot von links nach rechts. Zweite Halbzeit. Saarbrücken zu Gast in Offenbach 0-1. Die Hypothek aus den ersten 45 Minuten. Und ich bin da bei Nico Weißmann. Mein Gefühl sagt mir irgendwie, warum auch immer, Saarbrücken kommt zurück. Keine Wechsel haben die Trainer vorgenommen. Sollten Sie erst jetzt zuschalten, gerne nochmal die Info. Alexandre Mendy beim FCS musste raus, Schulterverletzung. Für ihn Wenninger in der Partie und der macht das ziemlich ordentlich. Auf der Außenbahn. Da haben wir Wenninger. Mit Salz. Der wird immer und immer wieder gesucht. Auf Behrens. Ein funktionierendes System ist das, wenn er ablegen kann. Aber auch hier wieder eine kleine Ungenauigkeit dann von Jennecke. Dem haben sie auch schön zugesetzt, erste Halbzeit. Mal einen Kopf, mal einen Fuß. Und Daniel Endres. In Offenbach geboren, beim OFC die Jugend durchlaufen, Profi geworden. Er steht für diese Mannschaft, wie kaum ein anderer, ist unter anderem auch darum Kapitän. Da wie ich gestört von Zeitz. Man kann untrefflich darüber diskutieren, ob Saarbrücken hier abwartend hätte agieren sollen oder dann doch das Spiel machen. Vetter Hand. Achtung, Handspiel von Vetter. Also wenn er hier im Ballbesitz bleibt, muss er das pfeifen. Gil Gomez in die Füße von Götzscher. Davich. Sucht Treske. Behrens, Wenninger, Schmidt. Zweiter Ball landet bei Müller. Nächste Ungenauigkeit. Also damit sollten sie sich jetzt das Spiel, das Leben nicht schwer machen. Serkan Götzscher, ehemaliger Saarbrücker, Rechtsverteidiger heute in der Kette beim OFC.
Miguel Gomez. Jänicke, Dausch. Wieder sitzt das Zuspiel nicht. Da wie ich. Auch hier habe ich kein Foul gesehen von Zeitz. Der steigt mir auf den Fuß, Mann, wenn ich da die Lippen von der Wiech richtig gedeutet habe. Und da gibt es noch ein Küsschen für Patrick Schmidt. Na bitte. So, hier der Einsatz von Zeitz. Also das ist ein ganz normaler Zweikampf. Und dann soll er aufhören, nachzuhaken, der Davich. Und das geht hier in den ersten 5 Minuten des zweiten Abschnitts genauso weiter, wie es in den ersten 45 Minuten im Prinzip durchgehend war. Immer wieder diese kleinen, versteckten kleinen Schubser-Fouls, die dem Ganzen natürlich auch Ausdruck verleihen, dass die Spieler hier schon unter Druck stehen und das Ding gewinnen wollen. Dausch. Behrens, Schmidt und Holz. So, erster richtig gezielter, gefährlicher Schuss des FC auf das Tor von Endres, der dann auch zum ersten Mal richtig eingreifen muss. Und das sorgt für Stimmung. 51. Minute. Noch nicht wirklich wuchtig, aber mal zu Ende gespielt zumindest. Und das ist es ja, was auch in der Halbzeit von Nico Weißmann deutlich gemacht wurde. Die müssen es zu Ende spielen, konsequent rein in den 16er. Und das war so eine erste Andeutung dessen. Und diese Dinger sollten sie sich nicht leisten, nicht immer wieder. Da haben wir die Szene nochmal. Dausch. Schöner Einsatz von Behrens. Und Marco Holz. Müller, Behrens. Da ist keiner. Doch, Jänicke. Jänicke! Nochmal Nachschussmöglichkeit. Saarbrücken steht ganz hoch. Muss jetzt den Abschluss suchen. Zumindest Situation nochmal zu Ende gespielt, weil wenn du hier den Ball verlierst, dann geht's ratzfatz. Wunderbare Unterstützung. Wunderbare Unterstützung von den FC-Fans. Überhaupt in den letzten Wochen. Ganz tolles Bild. Gibt die Anhängerschaft der Blau-Schwarzen ab. Liebt die Auswärtsspiele mehr als die Heimspiele im ungeliebten Völklingen. Ja, und jetzt wird Daniel Endres ermahnt, hier nicht auf Zeit zu spielen. Nicht nach 7 Minuten in der zweiten Halbzeit. Und das hat der Tabellenführer im Grunde auch nicht notwendig, nicht nötig. Die sollen sich hier dem Schlagabtausch gegen Saarbrücken stellen. Davich, er steht für das spielerische Element beim UFC. Roger. Und wieder wird diskutiert. Ist da Feuer drin? Treske muss
zum Schiedsrichter oder wem wieder da? Marco Holz, Verwarnung. Ja, da ist er am Bildrand, haben wir es gesehen. Ist er noch einmal richtig rein in den Mann. Nicht wirklich zwingend notwendig. Ball am Boden. Dann sind Vierath und Hodja da. Nächster Zusammenball. Aber ich denke, da war einfach keine Absicht im Spiel. Da steht der Treske da, Behrens in der Rückwärtsbewegung und dann knallen sie aneinander. Hier. Dausch. Eigentlich wollte ich sie verschonen mit dem Spruch, dass Kleinigkeiten so ein Spiel entscheiden. Im Moment sieht es so aus, wollen wir das Ding noch lange nicht zumachen, aber die Kleinigkeit war dieser Sonntagsschuss von Hodja. 25. Minute. Schöner Treffer mitten rein ins Herz des FC. Und ohne Zweifel auch grandiose Anhängerschaft. Bei Offenbach, Vetter. Und der versucht, Batz. Es läuft die 56. Minute, liebe Zuschauer. Und das ist die erste Torchance für den OFC in diesem Spiel, abgesehen vom Treffer. Mike Vetter und Batz ganz sicher. Wenn es auch einen Eckball gibt. Vierath. Schmidt, nicht in die Mitte. So, jetzt haben sie die Situation geklärt. Aber so ein Rettungsversuch. Niemals in die Mitte. Benninger. Benninger, Dausch und Endres. Nächste Möglichkeit für Saarbrücken. Sie kommen dem Ausgleich näher. Dausch will es zu genau machen. Er weiß, den habe ich liegen lassen hier. Direkt mit seinem Co-Trainer Joti Stamatopoulos. Im Übrigen guter Freund von Dirk Lottner. Die wohnen in Köln gar nicht weit voneinander weg. Zellner mit Batz. Ah, Fehler, Holz. Hodja.
Wir ändern unser System nicht. Ganz gleich, gegen wen es geht, hat Olli Reck gesagt. Ob das Saarbrücken oder Stadtallendorf kommt oder Kassel oder wer auch immer. Wieder wird Holz da vom Ball getrennt, Vierat. Treske. Die Fehlpassquote erhöht sich. Und wenn Saarbrücken in den letzten Minuten auf den Ausgleich da, ich möchte nicht sagen gedrängt hat, aber zumindest sich da angestellt hat, das zu versuchen, immer und immer mehr, dann tun diese Fehlpässe weh. Jannicke. Nächstes Zuspiel, das nicht ankommt. Götzscher vor Schmidt. Jetzt gibt es einen Spielerwechsel. Kann Mario Müller mal ein bisschen durchatmen. Die Gastgeber wechseln. Es kommt Max für den humpelnden Hodja. Und der hat den Treffer erzielt, der bislang dieses Spiel prägt. In der ersten Halbzeit. Jan-Hendrik Max. Jetzt auf dem Rasen für den OFC. Schmidt. Schmidt. Was hat er da gepfiffen, dass ihm der Ball gegen die Hand ist? Hier kurze Berührung vielleicht. Jannicke mit Behrens abseits. Ja. Jetzt ist er drin, das hilft aber nichts. Ich denke, die Entscheidung war richtig. Ganz knapp im Abseits, Kevin Behrens. 11 Treffer bislang. Für mich der Vorkämpfer mit Manuel Zeitz beim FC. Absolut spielprägende, mannschaftsprägende Figur. Da geht er schon wieder. Behrens. Behrens, Behrens, Endres. Was ist denn das für eine Szene? Kommt wieder in den Ball. Und jetzt wollen sie ihr Handspiel haben. Heftige Beschwerden von Dausch und Jannicke. Endres. Ja, dann springt Kirchhoff. Wenn Sie diese Situation meinen, der Ball da an die Hand, aber das ist kein Handspiel. Da kann er gar nichts für.
Vetter gegen Zeitz, das ist faul. Holz, ja. Und trotzdem kriegen sie es nicht gelöst. Batz. Und jetzt wird so langsam der oft zitierte Abnutzungskampf. Wer kriegt hier mehr Power auf den Rasen? In den letzten 25 Minuten. Davich. Benninger unglücklich. Firat. Zunächst gut gemacht vom Offenbacher. Aber den hätte Batz mit Sicherheit auch geschnappt. Giftig, aggressiv, verbissen. Das sind die Adjektive, die dieses Spiel bislang beschreiben. Jennecke. Guter Ball auf Dausch. Dausch Schmidt. Und Holz. Zeitz setzt sich gegen Vetter durch. Zeitz. Immer noch der Saarbrücker. Treske. Der ist 1,90. Springt der hoch, kommt der auf 2,50. Da kann Müller nicht hin. Der ist mit Leiter nicht. Zeitz zu schlampig wieder. Trotzdem gibt es Eckball für Saarbrücken. Vielleicht bringt es eine Standardsituation. Jetzt auch der Wechsel bei Blau-Schwarz. Holz geht runter und es kommt Markus Mendler. Holz 60 Minuten, ordentliche Partie, dann hat er ein bisschen nachgelassen. Markus Mendler, vierter Einsatz für ihn. Da ist er. Der eingewechselte Mann, Wenninger. Saarbrücken steht hoch. Können sie sich aber auch erlauben, weil kein Offenbacher vorne ist. So, nochmal Ball raus. Behandlungspause. Zeitz braucht da kurz medizinische Betreuung. Nächster Wechsel auch jetzt bei den Gastgebern. Wir haben was im Bild. Cut unter dem Auge, blutet heftig. So, da haben wir den Wechsel auch bei den Offenbacher Kickers. Vetter geht raus und Semih Şentürk kommt. Und immer noch muss die Wunde da gepflegt werden. Das wird geklebt, damit der Kapitän dieser Brücke weitermachen kann.
Hier haben wir es gesehen. Ellbogen. Fehler, Mendler. Hat Glück. Ein Schuss. Achtung. Ball im Aus. Sagt Marcel May da draußen. Der Schiedsrichterassistent. Hier, schöner Tunnel bei Meyer. Ein paar Sekündchen mehr noch als 20 Minuten. Harzer Brücken, um das Ganze hier noch zu korrigieren. Offenbach führt mit 1-0. Macht das taktisch einigermaßen ordentlich gegen eine gute Saarbrücker Mannschaft, der im Grunde nur eins fehlt. Der absolute Zug zum Tor. Ein paar Fehlpässe zu viel, gilt aber für beide Teams. Dennoch ist die Leistung der Mannschaft von Dirk Lottner für mich absolut in Ordnung heute. Benninger und Jänicke. Bausch. Schussversuch ist Quatsch aus dem Winkel. Aufmerksam. Ihr habt Davies. Guter Ball rein auf Treske. Ganz gefährliche Situation. Plank da fast. Mein Wunschspieler, hat Olli Reck gesagt über Treske. Schmidt. Schmidt. Und dann war Mendler noch mal da. Da ist er wieder. Mendler. Den trifft er nicht. Der verspringt ihn. Jetzt wird es langsam wild. Noch mal die Möglichkeit von Treske. Zellner zu spät. Davies, absolut belebendes Element im Vergleich zur Niederlage in Mannheim. Gil Gomez, Müller. Gut gelöst. Zellner. Kühl bis ans Herz da hinten. Jannik auf Dausch. Er bringt das Ding. Und da ist der Ausgleich. Kevin Behrens, 73. Minute. Der Lohn für viel Engagement. Die Herangabe von Dausch. Und die unterschätzt Endres. Und dann ist Kevin Behrens da gegen zwei. Ist ihm völlig egal. Er will das Ding und dann macht er ihn auch rein. 12. Saisontreffer für den Saarbrücker Angreifer. Völlig verdient. Und jetzt fühlt sich das Ding hier gleich anders an. Wieder Behrens. Achtung, Endres, der rutscht weg und hat da einfach nur Glück, dass ihm der Ball da trotzdem noch in die Arme springt. Müller. Thank you.
Saarbrücken so druckvoll jetzt. Müller. Zeitz gegen Davies. Achtung. Achtung, Möglichkeit, OFC. Nochmal Nachschussmöglichkeit. Vierert. Und es geht weiter. Es geht weiter mit den aggressiven Momenten hier. Treske und Dausch sind sich ja gar nicht grün. Und dann kriegen sie beide den Karton gezeigt. Benninger schmeißt sich da rein in den Schussversuch von Vierert. Zellner steht auch gut. Blockt ihm den Schuss weg. Müller. Zeit, trotz Platzwunde hält er da die Rübe hin. Was kann Dirk Lotter noch machen? Zweimal hat er gewechselt, einmal musste er, weil Mandy raus muss. Dann hat er Mendler für Holz gebracht, der ein bisschen nachgelassen hat. Oschken hat noch da, Fenninger, Fastnacht, Steiner. Mit Nachspielzeit dürfte es noch eine Viertelstunde sein. Es steht 1:1 zwischen Offenbach und Saarbrücken. Hodger für den OFC und Kevin Behrens für Saarbrücken. Götzscher mit Davies. Macht ein gutes Spiel, der Offenbacher. Kann technisch einiges hier mit einbringen. Und das war die Möglichkeit für Götzscher zum 2:1 und er macht nichts draus. Da steht er auf einmal zu blank. Also Riesenmöglichkeit für die Gastgeber. Davon hatten sie nicht viele rausgespielt bislang. 78. Minute, das war eine. Zellner auf Schmidt. Schmidt. Schmidt Endres. Kiel Gomez. Schmidt. Tolle Aktion des Saarbrücker-Angreifers da mit dem Seit-Fallrückzieher oder was auch immer das für eine Mischform war.
Ludwigspark steht auf allen Charts. Ja, so ein Stadion wie hier in Offenbach, das wär's doch für Saarbrücken. Marco Rapp berappelt sich da, nachdem er sich da einen abgeholt hatte. Jordan Steiner steht da unten bereit, wird jetzt ins Spiel reinkommen. Für Martin Dausch. Zeit's nochmal mit einem frischen Tape auf die Wunde. Und Jordan Steiner, der kriegt die letzten 10 Minuten seine Chance. Wechselkontingent beim FC jetzt ausgeschöpft. Schmidt. Schmidt, der hat Platz. Und dann verspringt ihm der Ball. Da ist Jordan Steiner. Jänicke. Ist Saarbrücken gierig genug, hier noch den zweiten zu machen? 80 Minuten, absoluter Einsatz beider Teams. Auch der OFC, das Team von Olli Reck, hat seinen Anteil an einem guten Spiel an diesem Samstagnachmittag am Biberer Berg. Und ich erinnere gern noch mal dran, die haben hier 7-mal zu Hause gespielt in dieser Saison und 7-mal gewonnen, die Roten. Das ist der 8. Auftritt. Und Saarbrücken spielt zumindest jetzt mal einen Punkt ein. So mutet es zumindest an. Da wiech abseits, richtig. Müller. Doppel-M jetzt auf links, Müller und Mendler. Und Zeitz. Zentürk mit dem Foul. Am Saarbrücker Kapitän. Dausch draußen. Deshalb jetzt die Freistöße von Markus Mendler. Noch nicht so richtig in Tritt gekommen in dieser Saison. Hat natürlich absolute Konkurrenz vor der Nase. Steiner. Okay, Gomez und Müller. Schmidt und Behrens. Die Intensität bleibt hoch. Auch wenn schon die 84. Minute läuft. Behrens. Gut auf Mendler. Mendler! Und der macht das 2:1 für Saarbrücken. Und jetzt flippt der Block aus. Die 84. Minute, Behrens spielt ihn frei und dann macht er das so clever mit der Pike aufs lange Eck, Endres ohne Chance. Markus Mendler, gerade habe ich noch gesagt, der kriegt keinen richtigen Zugriff in dieser Runde und jetzt macht er hier den entscheidenden, vielleicht entscheidenden Treffer
für Blau-Schwarz. Gänsehautmoment für die Fans. Saarbrücken dreht hier in Rückstand. Das ist die Qualität eines absoluten Spitzenteams. Da machst du dicke Backen. Klar, das tut jetzt richtig weh für Olli Reck. Die durften hier lange an drei Punkten schnuppern. Sind wir gespannt auf die letzten fünf Minuten hier. Und die Saarbrücker Fans skandieren da draußen: Spitzenreiter, Spitzenreiter. Und man darf ja nicht vergessen, Saarbrücken hat ein Spiel weniger. Nächster Gegner für Blau-Schwarz am Mittwoch ist Schott Mainz, dann Hoffenheim 2. Und die Offenbacher, die haben am Dienstag VfB Stuttgart 2 und dann spielfrei. Da kann Saarbrücken noch einen draufpacken. Kämpferischer Einsatz beider Mannschaften, aller Spieler hier, ist absolut vorbildlich, auch wenn nicht alles gelingt. Aber die hauen hier alles raus, was sie drin haben. Steiner. Behrens. Immer noch Behrens. Götzscher blockt. Schauen Sie, wie uneben der Platz jetzt schon ist. Da ist einiges umgepflügt worden, da wie ich. Und wieder ist es Zeit. Der diese kleinen Situationen noch immer wieder klärt, der ist unbezahlbar. Das ist der Mr. FC. Er ist das Herz dieses Teams. Ja, ist korrekt, Faulsteiner. Gegen Rapp. Und dieses Geschubse hier, das hat einfach kein Ende. Das ist jetzt natürlich auch Frust. Und ich nehme das Wort jetzt einfach mal gerne in den Mund. Es ist verdient. Diese Führung für Saarbrücken ist absolut verdient. Die Mannschaft schon im ersten Abschnitt, zumindest optisch überlegen, auch wenn sie da die ganz großen Torraumszenen nicht rausarbeiten konnte. Aber im zweiten Abschnitt dann doch viel mehr Druck. Da wie ich mit dem Freistoß. Behrens, schauen Sie, die Stürmer, die gehen alle mit zurück. Ob Behrens oder Schmidt. Müller, dafür ist der Verteidiger jetzt vorne. Na gut. Ja, so kann man es auch lösen, noch mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Schlussminute läuft, liebe Zuschauer. Ich denke mal 3, 4, 5 Minuten mit Nachspielzeit. Und dann ist der Brückentabellenerster und jetzt faul vom Schiedsrichter an Kevin Behrens, da muss er sich gelb, selbst gelb zeigen. Jetzt tut jeder Meter weh. Und ich denke, das gilt für alle Spieler hier, die seit knapp 89 Minuten jetzt hier auf dem Feld stehen. Immer noch hat er alle Kraft, Patrick Schmidt, da dazwischen zu gehen.
kleine, aber wichtige Zweikämpfe anzunehmen und sei es an der Mittellinie, um den Spielfluss des Gegners zu stoppen, zu stören. Schlussminute läuft jetzt, der offiziellen Spielzeit. Wendler, Torschütze zum 2-1. Behrens, Schmidt. Kleines Tänzchen mit Armeinsatz ist nicht erlaubt. Marx eingewechselt beim UFC. Meier. Treske. Achtung, Möglichkeit! Legen wir uns fest, diese beiden Mannschaften werden am Ende, wenn da nichts Ungewöhnliches passiert im Verlaufe der noch relativ jungen Saison, die werden beide hochgehen in die Relegationsspiele. Würde mich wundern, wenn es anders käme. Schmidt, faul, klarer Fall. Und schauen Sie, wie er dem Schiedsrichter zunickt nach dem Motto, so Freund. Also, wenn das kein Foul war, dann weiß ich es auch nicht mehr von Marx. Freistoß Saarbrücken bringt richtig wertvolle Sekunden. Nachspielzeit läuft. Es riecht nach Sieg, Saarbrücken. Die haben das Ding hier gedreht. Lagen zurück gegen die Mannschaft von Olli Reck. Und der ist bedient. Ist es wieder der erste FC Saarbrücken, der den OFC knackt. Wie vor knapp einem Jahr. Seitdem keine Heimspielniederlage mehr. Aber wenn Blau-Schwarz hier auftritt, dann wackelt die Hose beim OFC irgendwie. Und jetzt hat Blau-Schwarz noch eine Aufgabe hier. Das Ding runterspielen. Kein Risiko mehr. Behrens. Schmidt. Schmidt. Naja, kann man noch pfeifen. Zeitz auf Mendler. Zeitz für mich bester Saarbrücker heute. Mendler. Mendler holt nochmal einen Eckball. Nee, Einwurf. Einwurf holt heraus. Knapp 2 Minuten über die reguläre Spielzeit. Mendler, die Zweikämpfe nimmt man dann als Spieler gerne, die bringen Zeit, auch wenn es Einwurf für Offenbach gibt. Davies, Müller, läuft ihn einfach, nee, Behrens, sorry, läuft ihn einfach weg, Behrens. Ganz clever gemacht vom Saarbrücker. Davies, für mich der auffälligste Mann beim OFC. Saarbrücken ist die bessere Mannschaft in dieser Runde, individuell stärker besetzt, stimmiger das Team, auch wenn man nicht vergessen sollte, der OFC hat eine richtig gute Truppe. Schmidt, macht er das 3-1? Nee, knapp. So, jetzt sind wir knapp 3 Minuten drüber. Rapp. Rapp, jetzt werden die Zuschauer unruhig, vor allem im FC-Block. Steiner. Und jetzt ist das Ding hier aus. Saarbrücken gewinnt in Offenbach mit 2-1. Und es ist die erste Saisonniederlage für den OFC. Nach 7 Siegen in Folge holt Saarbrücken hier 3 Punkte und macht seine Fans mal so richtig glücklich. Erste Hälfte, Saarbrücken optisch überlegen, liegt 0-1 hinten, Sonntagsschuss OFC. Zweite Hälfte, Saarbrücken macht Druck, baut Druck auf, Chancen kommen. Behrens, Mendler, 2-1, dann ist das Ding zu. Der Glückwunsch gilt dem Sieger,
Der neue Tabellenführer heißt 1. FC Saarbrücken und Nico Weißmann hat recht gehabt. Er hat gesagt, sein Club wird hier noch gewinnen. Kompliment, Nico, an dich. Gerne zurück an Thomas Bramel und an Nico Weißmann. Tja, und er hat nicht nur gesagt, wir werden hier gewinnen, er hat auch gesagt 2:1. Hellseherische Fähigkeiten? Anscheinend schon. Also. Aber die Mannschaft hat sich diesen Sieg auch im wahrsten Sinne des Wortes verdient. Ja, absolut. Zweite Halbzeit haben sie den letzten Pass super ausgespielt. Und 2:1 von Mendler war natürlich eine Augenweide. Aber schön brav, eins nach dem anderen. Zuerst schauen wir einfach mal hin zum 1:1 des 1. FC Saarbrücken durch Behrens. Denn das ist ja auch dann zu genießen. Nach vielen Chancen des FCS, viel mehr als noch in der ersten Halbzeit, durchaus auch Offenbach mit Chancen, dürfen wir nicht verschweigen. Aber dann Dauschflanke und Behrens ist da. Torwart sieht nicht allzu gut dabei aus. Super gemacht vom Dausch, außen durchgesetzt. Und dann, denke ich, muss er besser lösen, der Torwart. Aber gut für uns, dass er Behrens dann vor die Füße den Ball abklatscht und dann super nachgesetzt und dann das Tor gemacht. Und damit war der Ausgleich da. Das war wie so ein Befreiungsschlag im wahrsten Sinn des Wortes. Denn der FCS hat dann auch gleich nochmal Tor Nummer 2 folgen lassen. Und Nico Weißmann hat es angekündigt, da lohnt es sich erst recht hinzuschauen. So was nennt man dann exzellent kombiniert. Hier war Behrens der Vorbereiter. Und Mendler macht das Ding zum 2:1, rechtfertigt weitaus mehr aus seiner Einwechslung. Er hat richtig Farbe ins Spiel gebracht. Ja, auf der linken Seite vorher schon, wo er dann ein bisschen Pech gehabt hat, ein bisschen weit den Ball vorgelegt. Aber hier macht er natürlich überragend. 2:1, Sieg verdient. Und letztendlich, trotz alledem, diesen letzten Pass bis auf diese zwei Szenen, dieses Manko nicht abgelegt. Aber wenn dann zwei letzte Pässe stimmen, dann macht man über alles andere, hüllt man dann das Schweigen. Ja, wichtig war, dass wir hier gewonnen haben nach dem Spiel. Alles andere wäre auch unverdient gewesen. Ja, ich sage Dankeschön einfach bei der Gelegenheit. Gerne. Hat Spaß gemacht. Gerne auf ein nächstes Mal. Und auch für Sie gilt ein nächstes Mal in Sachen Sport, nämlich schon um 17.30 Uhr mit der Sportarena. Dann natürlich mit Reaktionen der Trainer, der Spieler nach dem Spitzenspiel von Kickers Offenbach gegen den 1. FC Saarbrücken, aber auch die, was sich heute Nachmittag getan hat. Schauen Sie rein, es lohnt sich. Vielen Dank schon jetzt mal fürs Zuschauen. Tschüss.